Hallo zusammen. Es geht thematisch weiter. Ich habe einen Text aus meiner Reihe «Love is a dumme Kuh». Sie handelt von meinem Grossonkel, er ist westlicherseits. Der war Koch im Restaurant zum pürierten Biber. Es ist leider Konkurs gegangen. Oh, Susanne. Ich weiss, ich sehe aus wie ein Schinken und manchmal stinke ich ein bisschen wie Gorgonzola. Ich bin nicht das wunderschöne Gelb von mir, nicht Hirschfilet an Steinbildsauce. Nein, nein, nein. Bei mir so wie der Anschnitt von einem Brot. Niemand will mich, schon fast vertröchnet, ziemlich tot. Bin nicht beliebt wie Schnitzel Pommes Kindertauer. Mehr wie Kuttler in der Zunge, frisch vom Kauer. Bin nicht Vanilleglasse, Himbeerquark. But listen to me, cause in my heart bist du, liebe Susanne. Seitdem, wo du in meine Beiz bist gekommen, willst du mir einfach nicht mehr aus dem Topf gehen. Ja, schon das erste Mal, wo du bist reingekommen, ist mir deine Ästhetik aufgefallen, wo du in deinem langen Entrecôte bist reingeschnetzelt und noch ein Plätzchen zum Essen hast gesucht. Wir können da sagen, es war Rüebli auf den ersten Blick gewesen, weil ich einfach gewusst, die muss sie haben. Weil, Speck, du mir, du bist so schön gewesen. Deine blauen Augen haben im Licht glänzt. Deine Haare haben immer Parfait ausgesehen. Und das Aromat von deinem Parfüm war einfach zum Vergammeln gewesen. Jedes Mal, wenn ich für dich gekocht habe, habe ich mir doppelt so viel Müsli gegeben wie für die anderen. Und egal wie viele Leute es gerade hatten, für dich war immer ein Fisch frei gewesen. Woche für Woche habe ich mir einen abgeraffelt, aber du hast mich bis heute Honig einmal angeschaut. Weil, du hast noch Augen für den Chef des Service, für einen Pinot Noir gehabt. Google Hopp, Feta, Ami, was willst du eigentlich mit diesem verdammten Pferdegriff? Der kann nicht mal kochen. Nein, ehrlich, der geht mir so auf die Nüssler mit seinem blöden Linsen die ganze Zeit. Ich weiss auch nicht, wieso warst du denn? Alles, was er macht, ist nur ein blödes Nicker und ein bisschen Zeug umtragen, der verdammte Twixer. Nein, wirklich, setz doch mal deine Barilla auf, das ist doch Büre Frömmtscham, der hat gar keine Hemmungen. Merkst du es nicht? Der hat es nur auf dein Monat abgesehen. Ich weiss, es ist jetzt nicht politisch korrekt, was ich sage, aber das ist doch einfach ein verdammter Mango. Nein, sogar mein Neffe findet, es sei ein verdammter Spastinanke. Jo, so glauben wir es doch. Wenn er die mal hat, dann behandelt er die nur noch wie seine Nutella. Dann bist du nur noch sein Pudding. Aber keine Angst, liebe Susle, keine Angst, ich werde das nicht zulassen. Ich bin die Eisbärer Branding. Du kannst dich auf mich gratiniert verlassen. Ich bin doch die Raha-Barbär. Und wenn er so noch wagt, dir irgendwie ein bisschen Werbung zu tun, dann komme ich sofort und breche ihm alle in die Jocke. Hey, ich schwöre, ich schlage einen Cappuccino. Oh, Susle. Was würde ich nicht alles machen, für nur ein Mützchen von dir zu bekommen? Nur eins. Ich würde dir jeden Zimtstern vom Himmel holen. Ich flog mit mir eine Raclette bis ans Ende vom Universum, wenn ich das glücklich milch. Glaub mir's doch, liebe Susanne, wir könnten es zusammen so weit bringen. Da habe ich wirklich keine Zweifel. Wir hätten zusammen so viel zu lachen und könnten so viel erleben. Zum Beispiel könnten wir doch Zerdöpfel Stockhorn oder anderen Nussgipfel bestiegen. Oder wenn du das möchtest, dann könnten wir Knobli mit einem Segelboot in die Mittelmeerenge stechen. Weißt du, wie schön, nur wir zwei auf diesem Segelbrot um uns herum ein paar Möwenpicken, die langsam einem Sahnenuntergang entgegengleiten. Und irgendeinmal, wenn du dir sicher wärst, dann könnten wir die Hafer von Ehe einfahren. Stell dir vor, wir zwei vor dem Altar hin mit einer schönen Grevette am Hals und mit Spargel frisiert im Haar und du in einem wunderschönen Kleid, das deine Tagliatelle betont und dir einfach perfekt passt. Und dann würden wir Soja sagen und ins nette Willisauer-Ringli überstreifen. Und in der Flitterwoche fahren wir auf Basilikum, ein bisschen in Rigo Vellanessen und dann könnten wir uns irgendwie in einem Kaffee ein Nestle suchen. Ich meine, wir brauchen ja nicht viel. Vielleicht ein paar Stühle aus der Brokkoli-Stube. Und wenn wir alt sind, dann könnten wir mal glücklich auf dem Gebäckchen vor dem Haus auf vegane Zeiten zurückschauen. Susle, ich schimmle dich an. Ich möchte nicht Jessica, die blöde Zwetschge, oder die Lorena, die dumme Nuss. Nein, ich möchte dich. Ich möchte doch deinen Tisch decken und mich unter 1000 Guss im Sorbet versinken mit dir. Meinen Kopf auf deinen Ablagen ablegen und im Herzschlag von deiner Kochuhr zulassen. Ich möchte auf deinen Pfannen lernen, kochen, mein Mini-Pig in die dampfenden Steamer schieben. Ja, ich habe super Bock nach dir. Ich möchte nicht nur zuppen.
ich möchte auch die Löffel in Zukunft. Und wenn es mal langweilig würde, dann könnten wir ja das Caramel Sutra durchprobieren, bis es schlecht wird. Ich bin offen für alles. Mein Hunger ist unersättlich. Und ich weiss es, Susanne. Ich sehe nicht mehr so quellfrisch aus, ich habe ein bisschen al dente und vielleicht nicht so viel Cola wie die anderen. Aber hey, glaub mir, ich bin nicht einer von denen, die es nur auf deine Muschel abgesehen haben. Nein, ich würde nie verbaschen und nur noch um Mozzarella, wenn ich mal ein bisschen hässig bin. Salami nicht lassen, ich kann nicht ohne dich. Du bist einfach die Rösti für mich. Und darum gehören wir zusammen wie M&M, wie Pfeffer und Salz, wie Hopfen und Malz. Und darum, wie du wie ein Kaiserschmarrn bist, du Salat bist für mich. Merci.